Was geht ab? D300.791. Der Name rollt förmlich von der Zunge. Kürzester Username auf Twitch. Bäh. Du findest es richtig cool, dass ich trotz des neuen WoW-Addons immer noch Flive spiele? Sir? Was ist WoW? Was bedeutet das? Ich nichts verstehen. Also ich finde jetzt beides absolut nicht verwerflich, um ehrlich zu sein. Anime-Girls, die sich in Kriegsschiffe verwandeln und Leute umbringen, finde ich jetzt nicht so schlimm. Habe ich jetzt kein Problem mit, ehrlich gesagt. Bruh. Ist das der legendäre Level 160 Grind Boy? You bet it is. It's your boy. It's your boy. Mit 149 gibst du den Korall. Cloak ist der besser für 1v1 Blade oder Cloak of Strange? Ich meine, Speed gibt ja auch mehr XP. Finde ich nicht, dass der sich so sehr lohnt. Weil du hast ja Rending Entry, wenn du unbedingt so schnell jumpen willst. Und ich sag mal so, im High Level, also in Coral Island, ist die Mobdichte so krass und außerdem 10% Speedset und 20er Quickstep, dass das eigentlich überflüssig ist, diese 5%. Oder es sind doch 5%. Wo ist das nochmal? Hier. Ja, 5%. 5% ist nichts. 8 STR ist auch nichts, kann man so sagen. Aber ich sag mal so, du kannst nicht zu viel Damage haben. Zu viel Speed, ja, kann man jetzt auch nicht unbedingt haben, aber ich würde sagen, du kannst eher zu viel Speed haben, als dass du zu viel Damage hast. Also ich habe lieber zu viel Damage als zu viel Speed, sagen wir es so. Weil man zu viel Damage, wie gesagt, eigentlich nicht haben kann. Also ich persönlich würde nicht den Koral Cloak nutzen. Ich benutze ihn tatsächlich auf keinem einzigen Charakter. Nicht mal auf dem Hit-and-Run-Elementor benutze ich ihn. Fragst du dich manchmal echt, wo die herkommen? Guckst du jetzt mal, bevor du buffst, ob da Leute AOE-in? Sieht immer leer genug aus, nach 10 Minuten dann 6 Leute am AOE-in plötzlich. Ja, also ich weiß nicht, ob das irgendwie was Deutsches ist oder so. Deutsche Höflichkeit kenne ich jetzt so eigentlich nicht. Das sage ich eher umgekehrt. Aber ich finde es einfach standardmäßig, bevor du anfängst zu spielen. Ich meine, ich sage das ja auch fast jeden Tag, weil es halt jeden Tag passiert. Aber schau mal, bevor ich anfange zu spielen, vor allem wenn ich AOEen will, dann gucke ich doch erstmal, flieg einmal kurz den Spot, wo ich leveln will, ab. Ich meine, das ist ja meistens auch nicht groß, das ist ja nur ein kleines Gebiet, was du kurz checken musst. Und guck halt kurz, ist da schon jemand am AOEen? Weil ich weiß, mit dem zweiten AOEler am Spot wird man öfter aneinander anecken. Es wird weniger XP geben. Also es bietet sich an, da zu gucken, ob es nicht auf irgendeinem anderen Channel leerer ist oder ob zumindest kein anderer AOEler ist oder so. Das ist einfach, ich weiß nicht, das ist einfach logisches Denken. Weil ich meine, ich kriege ja literally weniger XP. Also zum Beispiel im schlimmsten Fall, da sind schon 3 AOEler oder so. Ich meine, dann kannst du es ja wirklich komplett vergessen. Das ist einfach sinnlos, dass du überhaupt anfängst zu leveln. Da wäre es klüger, du levelst dich und machst in der Zeit lieber was anderes oder so. Aber manche Leute, die sehen dich, bleiben direkt neben dir stehen, buffen sich, schmeißen Power-Ups rein und fangen einfach an zu AOEen. Die gucken dir quasi ins Gesicht. Ah, du AOEst hier schon? Du benutzt schon den halben Spawn? Ach so, ja, dann fange ich jetzt auch hier an. Okay, Bro, wir sehen uns dann. So, what the fuck, Alter? Guck doch auf dem anderen Channel. Und was mich am meisten tiltet, ist, wenn ich vorher schon die Channel durchgeguckt habe und ich weiß, es gibt Channel, da ist nur eine Person, die 1v1 spielt oder so. Oder eine Person, die, keine Ahnung, ultra ineffizient spielt oder so. Und du siehst es schon beim Durchchecken, findest dann aber trotzdem noch einen komplett leeren Channel. Dann gehst du ja lieber auf den komplett leeren Channel. Aber dann weißt du genau, es gibt einen Channel, wo irgendwie ein Blade mit ultra schlechten Damage oder so chillt, wo locker mindestens noch ein anderer leveln kann, ohne dass man sich da gegenseitig auf den Sack gehen würde. Und dann kommt einer zu dir und macht dir die Hölle heiß quasi, nur weil er zu faul ist, die Channel durchzugucken. Und im Endeffekt verlieren beide XP und ich check einfach nicht, warum man das so macht. Es ist mir unbegreiflich. Aber auf dem FEC-Server macht es fast jeder so. Also von 10 Leuten guckt vielleicht einer
vorher durch. Und man sieht es ja auch ganz deutlich, wenn die Leute angeflogen kommen, so richtig von ganz weit oben oder so, kommen angeflogen, bleiben stehen, buffen, Power-Ups, let's go. Da weißt du ganz genau, der hat nicht vorher die Channel geguckt. Weil manchmal sieht man es aber auch andersrum. Manchmal sieht man, da plötzlich spawnt da jemand, der auf dem Board hockt. Da weißt du genau, ah, okay, der kam jetzt wahrscheinlich von einem anderen Channel oder so. Da ist dann was anderes. Aber ich sehe es immer, dass die angeflogen kommen und direkt loslegen und einfach so tun, als wärst du gar nicht da. Es ist mir unbegreiflich und es tiltet einfach so heftig, weil man einfach weiß, in den meisten Fällen müsste es so nicht sein. Wenn man einfach vorher die anderen Channel checken würde. Aber es ist sinnlos, also die Leute machen es einfach nicht. Tiltet schon hart. Bei Klarfahren wird es auch wieder schlimm. Ich bin jetzt ja bald bei Klarfahren wieder. Da wird es wahrscheinlich auch wieder drunter und drüber gehen. Wie weit die hast du eventuell einen Werbespot gesehen? Vivaldi, ist das nicht ein Künstler der klassischen Musik aus dem 18. Jahrhundert? Hat der auch einen Browser? Der Bro. Lebt der noch? Nicht schlecht. Dann sagst du, FliveLover86 hört auf, in Flive zu cashen, wenn er keine Skins rausbringt. Und alle beim Support nur so... Nicht FliveLover86. Mayday, Mayday, wir brauchen Skins. Kannst du etwa wirklich Japanisch? Sie. Ich meine, hi, 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 hi. Und? Ne, noch nicht. Level up, baby, let's go. Level up, baby, let's go. Und level up, baby, let's go. So schnell macht man 2 Level Ups. Literally in einer halben Stunde. Das ist crazy. Quest Item Quests könnte man repeatable mit Level Limit machen. Bei jedem Repeat gibt es nur noch die Hälfte der XP. Oder irgendeine Kurve, sodass das irgendwann stark abfällt. Könnte man, ja. Wenn ich das gerade richtig gelesen habe, heißt der eine Wand einfach Fuck Us Wand. Also FACUS Fuck Us Wand. Bester Name aller Zeiten. Das ist meine Waffe. Bruh.